So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Das ist das Muttertier. Hallo. Und die ist jetzt im neuen Format Mama gönnt sich. Mit der ersten Folge Mama gönnt sich, Gönnergy, wenn das so heißt. Ich kann es nämlich nicht lesen, weiß nicht, wie es heißt und überhaupt. Ich habe mir heute nämlich von diesen Montana Black Energy Getränken zwei Dosen jeweils geholt immer. Und jetzt ist immer noch eine Dose übrig von diesen. Wie würdest du denn dazu sagen? Was steht da drauf? Ja, Gönnritschi. Aber da ist doch nur ein N, müsste doch dann ja, Gön genau. heißen. Das ist Gön, das Gönnritschi. Jetzt haben wir noch einen neuen Namen. Gönnritschi. Kennt ihr das Gönnritschi? Jetzt neu, oder? Das klingt gut. Oder Dönnergy, ne? Also Gönnergy oder Gönnergy. Also es ist auf jeden Fall brutal. Das ist ein Energy-Drink, der ist ohne Zucker. Da müsstest du dich ja total freuen mit ganz viel Süßungsmitteln, damit es auch schön süß ist. Süßer ist als mit Zucker. Drei besondere Sorten mit erhöhtem Koffeingehalt, eiskalt genießen. Und ich gebe dir die jetzt mal genau in der Reihenfolge, wie ich die probiert habe. Sollst du die mal probieren und mir mal deine Meinung zum Gönnergy sagen, zum Gönnri, zum Gönnritschi. So, das ist, was steht da? Kannst du es lesen unten, die Sorte? Tropical Exotic, ja, genau. Das siehst du ja hier auch bei dem Bild. Da ist ja auch eine Palmenlandschaft. Ja. Da ist ein Strand, so ein Sonnenschirm. Kannst du das aufmachen? Soll ich es ja aufmachen? Jetzt aber vielleicht. Was? Du hast das kleine Gläschen nicht mitgebracht. Nö, wir haben ja das Simpsons-Glas hier. Guck dich das mal an. Da ist die Marge, da ist der Bart, da ist die Maggie, da ist der Homer. Und Wusefass ist Lisa, also ich sehe keine Lisa Simpson, die gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also riechen tut es schon mal gut. Riecht gut, sagt sie. Muss ich auch noch mal riechen. Ja, riecht sehr fruchtig, ne? Richtig genial. Ich schenke dir mal ein, wir wollen ja nicht so sein. Damit man das besser sieht, schenke ich das Glas auch voll. Das sieht ja orange aus. Das sieht orange aus, das ist nämlich Gönnergy. Guck mal, wie es schäumt. Guck mal, wie es. Aber das ist mehr orange. Ja, irgendwas macht es auf jeden Fall. So vieles kann ich aber nicht alles trinken. Nee, du nimmst einen Schluck und sagst mir dann mal, wie es schmeckt und wie du das findest. Montana Black Gönnergy, weil das kommt ja von Gönnen und von Energy. Weil G steht für Gönnen. Ja. Schmeckt. Also süffig ist es. Süffig. Es schmeckt gut, aber. Und wenn man dann absetzt, dann kommt dieses Zuckerige, also es ist ja kein Zucker, aber dieses Süßungsmittel durch. Dieses Chemische. Also muss man das Glas mit einmal runterschütten. Dann ist es erfrischend. Und dann ist es erfrischend und merkst du nichts mehr. Merkt nicht den Zucker andauern, also dieses Komische. Also die Störung des Süßungsmittelgeschmacks. Ja, das Süßungsmittel stört mich. Mit Zucker wäre das bestimmt besser, aber ungesünder. Ja. So, warte, ich trink's mal kurz, damit das Glas wieder frei ist, damit du weiter testen kannst. Aber ansonsten Tropical Exotic findest du gut zum so abkühlen. Ja, Tropical ist auch so eigentlich. Das ist halt was. Was denn? Kommen wir mal zum zweiten. Ja. Das ist, kannst du es lesen, die Sorte. Oh Gott. Ui. Raspberry und. Cheesecake, was ist Raspberry? Cheesecake, ist das Erdbeer? Ja, Strawberry ist Ach Erdbeer. So. Warte mal, Himbeer. Raspberry ist Himbeer, genau. Himbeer. Soll sogar Vanillegeschmack mit dabei sein. Also Himbeer, Vanille, Käsekuchen. Himbeer, Vanille. Kannst du ja mal aufmachen, kannst du ja mal einfüllen. Ich kann mir den Fingernagel abbrechen. Oder genau, du machst auf und ich fülle ein, damit der Fingernagel abbricht. Soll ich es aufmachen? Hier. Ist nicht schlecht. So, zack, und da fliegt der ganze Humpen weg. Ich schenk's dir mal ein. Ah, das ist doch schon wieder orange. Das Problem ist, ich hab's mit kleinen Schnapsgläschen probiert und das heißt, ich habe immer nur so einen ganz kleinen Schluck gekriegt und hatte immer direkt den Nachgeschmack. Also ich glaube, aussehen tut's genauso, oder? Das müsste eigentlich ein bisschen dunkler sein. Ja, also Käsekuchen, Himbeer, Vanille, bitteschön. Also Himbeer mag ich eigentlich. Vielleicht hätte ich es auch in großen Gläsern trinken das sollen. Das riecht schon nach Vanille. Und mit einmal hinterschütten, damit ich erstmal Geschmack habe und dann den ekligen Nachgeschmack, damit man das Süßungsmittel nicht so merkt. Jetzt, was sagt's? Ich merke schon Sodbrennen vom Zugucken.
Schmeckt auch sehr gut. Himbeer? Merkst du Himbeer? Himbeer, das Vanille merkt man ein bisschen. Vanille? Ja. Ein Käse. Aber dieses Süßungsmittel. Verdammtes Süßungsmittel. Das macht alles kaputt. Findest du das jetzt besser als das erste? Oder ist Tropical Exotic dein Favorit? Oh. Da müssten wir jetzt mal drei Gläser haben und so. Soll ich es nochmal austrinken? Oder kannst du nochmal das erste probieren? Nee, aber wenn wir jetzt. Warum machst du das überhaupt nicht so, wenn du drei Gläser nehmen können? Alle drei eingeschenkt und dann hintereinander wegprobieren, dann merkt man den Unterschied besser. Hier, probier noch mal das. Nicht so viel, bloß einen kleinen Schluck. Nur so einen kleinen Süßungsmittelschluck, dass man noch mal merkt, den Süßungsmittelgeschmack. Nee, ich glaube, ich finde das Himbeer besser. Also, das erste fandst du gut, jetzt hast du das zweite, findest das erste nicht mehr gut, weil du das zweite besser findest. Das ist die dritte Sorte. Weil da die Vanille noch mit dabei ist, so, weißt du? Das, ja, das ist Vanille. Das ist die dritte Sorte, die heißt... Also weißt du, Blueberry Coconut. Heidelbeer Kokos. Kokos. Hm. Soll ich es dir wieder aufmachen? Ja, mach mal wieder. Du stellst hin, ich mach's auf. Ah, mein Finger. Ich schenk's auch dir ein. Und das ist Blue. Heidelbeer ist blau, genau. Ein Kokos. Das ist ein schönes Blau. Macht's durchsichtig, wässrig. Sieht aus wie so ein Swimmingpool, blau, nur genau, in hell. So ein schönes Blau. Zum Durchschauen. Swimmingpool kannst du ja eigentlich nicht durchgucken. Und das schmeckt bestimmt sehr nach Kokosnuss. Oder nach Heidelbeer. Das riecht schon nach Kokosnuss. Och, Mahlzeit. Das sind die Soundeffekte. Ja, genau. Die müssen die Spezialisten im Nachhinein einfügen. Weil du nur einen kleinen Schluck genommen hast, da merkst du bestimmt direkt das Süßungsmittel. Ja, das Süßungsmittel halt an erster Stelle und dann kommt das Kokos. Wo ist die Blaubeere? Dann nimm halt mal einen großen Schluck, großen Nibber. Oh, es wird immer schlimmer. 10 von 10, ich hab's schon gewusst. Das heißt, das ist das Schlechteste. Ah ja, für mich ja. Du magst den Käsekuchen am liebsten. Ja. Ja. Und dann kommt das. Und dann kommt das. Und das Exotic kommt dann am Ende. Oder, ja. Ich trinke das auch noch mal kurz zum Vergleich mit großen Gläsern, dass du nicht nur das Süßungsmittel hast. Alleine schon Süßungsmittel und das Kokos. Und ich finde das total säuerlich. Ja, das ist. Ja. Richtig ist, säuerlich ist, und so. Das ist so naja. Zum Abgewöhnen. Würdest du das noch mal kaufen, das Blaue? Nein. Würdest du es nochmal kaufen? Es ist orange. Ja, ach, der muss auch nicht unbedingt sein. Wenn es nichts mehr im Laden gibt, also nur noch schon, das. Ja, dann ja. Dann muss man halt wenn, mal was anderes. Wenn wir kurz vom Weltuntergang sind und es würdest gibt du das noch mal kaufen? Mehr. Es schmeckt zwar am besten von den dreien, ja, aber ich würde es trotzdem nicht sowas kaufen. Ja, wegen eben, genau. Kaufen. Lieber schön mit Zucker, ne? Schön mit Zucker oder richtig, ohne Zucker. Kauft euch Coca-Cola, original. Wieso gibt es nicht sowas auch? Nee, ohne Zucker. Nein, es ist original so hergestellt, damit sich wieder keiner aufregen kann, dass der hier Zucker an die Kinder vertreibt. Deswegen ist es extra ohne Zucker mit Süßungsmitteln, damit man schön Magenkrämpfe kriegt. Aber die Süßungsmittel, ne. Aber keine Sorge, ich habe noch was für dich, damit du den komischen Süßungsmittelgeschmack loskriegst. Das ist nämlich schwedisches Lakritz. Das ist Erwachsenenlakritz. Das ist nicht für Kinder. Extrem salzig. Manche Leute machen Challenges damit. Da blutet, das ganze Ding essen, oder? Da blutet dann die Zunge. In der Challenge essen die immer die ganze Packung. Aber das die ganze Packung? In der nächsten Folge. Mama gönnt sich schwedisches Lakritz hinter schwedischen Gardinen. Tschüss. Ciao.